Heute gibt es mal wieder ein neues Möbelstück. Das habe ich diesmal aber nicht selber gebaut. Das hat ein Schreiner gemacht. Und zwar die Firma Form und Holz in Regensburg. Da bin ich auch sehr dankbar, dass das so schön geworden ist. Und das wird jetzt natürlich noch geölt. Das ist Fichte 3 Schicht. Die kriegt noch ein schönes Ölfinish. Und dann kommt es an seinen Bestimmungsort. Und wo es hinkommt, zeige ich euch später. Kurz was in eigener Sache. Ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Videos liked. Und jetzt geht's weiter im Programm. Wir ölen das jetzt mit Leinöl. Da gibt es eigentlich auch gar nicht viel zu beachten. Man macht sich da ein bisschen was in ein Gefäß und dann kann man das hier schön mit einem Pinsel auftragen, so dass das schön ins Holz einzieht. So ist dann eben auch gewährleistet, dass die Oberfläche oder das Holz vor Feuchtigkeit und anderen Einflüssen ein bisschen geschützt ist. Das ist jetzt nicht so das Drama, wenn da kurz ein bisschen Wasser drauf kommt oder sowas. Das kann man dann relativ zügig wieder abwischen, weil wenn man jetzt ein unbehandeltes Holz hätte, dann zieht das natürlich gleich ins Holz ein und gibt Flecke, die man nicht mehr rauskriegt, beziehungsweise die man nur noch rausschleifen kann. Wenn es ganz blöd ist, zieht es halt so tief ein, dass man so weit runter gar nicht schleifen kann. Deswegen wird das jetzt hier schön geölt, damit das nicht nur schön aussieht, sondern auch eine Funktion hat. Jetzt steht das Regal also fertig an seinem Bestimmungsort. Wenn man das jetzt eingepinselt hat mit Leinöl, dann ist es relativ wichtig, dass man danach die Oberfläche nochmal abwischt. Erstens, um die Reste, die das Holz nicht aufsaugen konnte, abzuwischen. Und dass man das relativ gleichmäßig hinkriegt von der Optik her. Hier steht es also nun. Hier wird es auch stehen bleiben. Da stand vorher so ein komisches rotes Plastikregal. Das war nicht nur hässlich, sondern klein und hat eigentlich nur Platz weggenommen. Von dem her bin ich jetzt ganz glücklich mit dem Stück. Und wie gesagt, nochmal ein Riesendank an die Schreinerei Form und Holz aus Regensburg. Nein, die haben das nicht gesponsert. Ich habe das Regal bezahlt, ganz regulär. Aber wie gesagt, an dieser Stelle kann man mal erwähnen, wer das schöne Stück gemacht hat und wie es den Weg eben hierher gefunden hat. In diesem Sinne, bis denn!